So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. In diesem Part werden wir auf jeden Fall hier im Keller mal fertig, den jetzt mal eigentlich abschließen. Ja, wir werden ihn nicht abschließen, also mit dem Schlüssel, ihr wisst, was das meint, also wir werden ihn jetzt beenden, alles hier noch sammeln, den Rest, was wir machen müssen. Ja, am Wochenende kam kein Part. Ich hatte einfach keine Lust, irgendwas aufzunehmen am Wochenende, aber ich bin dir nicht verpflichtet, irgendwas aufzunehmen. Ich meine, mein Kanal hat keine festen Upload-Zeiten. Ich nehme einfach immer auf, wenn ich Lust und Laune habe. Und ich lade auch die Videos hoch, wenn ich Lust und Laune habe. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade Montag, den 3. August. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das Video gleich hochlade. Kann aber dann, dass ich es auch hochlade. Was ich halt damit sagen möchte, manchmal nehme ich erst auf und lade dann irgendwann später hoch. Es kommt immer darauf an, wie ich halt irgendwie wieder Lust habe. Aber ich glaube, dieses Video werde ich wahrscheinlich auch schon heute hochladen. Kommt darauf an, wie lange es auf jeden Fall sein wird. Naja, werden wir erst mal. Ich kann euch jetzt schnell beenden in diesem Part. Ich das hasse, das mache ich immer nicht. Mann, Mario! Okay, war die falsche Richtung, aber ich bin da drauf gelandet. Und hier hoch. Gut, die haben wir auch. Und die haben wir auch. Okay, das war jetzt irgendwie knapp, aber wir haben es noch geschafft. Egal, was soll's, landen wir einfach so drauf, so geht's auch. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Wie ich das hatte! Das war ja immer eine Stampfattacke gemacht, was soll's. Wir sind da, wo wir sein sollten. So. Okay, so, weiter geht's. Na komm. Hier hinten gab's da noch irgendwas? Ja, da oben gibt's noch eine rote Münze. Die möchte ich natürlich haben. Hier seid mir egal. So, wir laufen. Wir laufen. Ich glaube, hier gibt es jetzt die nächste rote Münze. Da müssen wir aber kurz warten. Na komm. Na komm schon. Gut, die haben wir auch. Okay, das war knapp. Eigentlich wollte ich ganz anders drauf landen, als ich spin. Hoch. Okay, hier gibt es nichts. Okay. Wow. Eine fehlt uns noch und ich weiß auch genau, wo die ist. So. Ich dachte, ich schaffe das noch, irgendwie anders darauf zu kommen. Okay, so war das jetzt eigentlich auch nicht so wirklich geplant, aber Hauptsache, ich bin oben. Jo, ich mache hier mal kurz einen Save, weil ich habe keinen Bock mehr da hoch zu gehen zu müssen. Okay, da unten war aber die letzte Münze, also muss ich jetzt nochmal hochgehen. Und wenn ich ihn jetzt laden würde, müsste ich ja noch die Münze holen. Spektakulär. Komm. So, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Nein, das war so. Das geht doch gar nicht. Jawohl. Und
Ich habe es geschafft. Nein, Mario, hör auf. Ich möchte. Genau, sowas. Gut. Und rein hier. Jo, willkommen im nächsten Bowser-Level. Ja, die Prinzessin ist immer noch nicht hier und du hast jetzt ein paar neue Tricks drauf, nämlich die Arena kippen lassen. Aber er kann noch ein bisschen was anderes, Leute. Na, Vollsprung, jetzt konntest du auch schon beim letzten Mal. Nein, nein, ich verstehe eigentlich, es geht was anderes zeigen. Wenn das mal macht. Ja, das war nur wieder eine kleine Sprungattacke. Okay. Nee, nee, der kann noch was anderes. Zum Beispiel diese Rennattacke. Aber am geilsten. Ich weiß aber nicht, wann er die macht. Okay, nee, das war jetzt nicht so das. Oh, okay, nee, das war jetzt nicht so das. Meine Güte. Okay, Leute, einen C, wie man hier machen. Er kann noch was anderes. Okay, das war jetzt nicht geplant. Ich weiß gar nicht, wo ich da stehen muss. Egal, scheiß drauf. Das war ja mal ein geiler Tod. Jetzt gestorben bin. Ja, ich kann es euch erklären, was er noch gerade. Ja, genau das habe ich gemeint. Ein Teleporter. Ne, finde ich eigentlich am geilsten. Das habt ihr da doch noch gesehen. Aber ich glaube, die meisten kennen ja das Spiel, aber ich habe mir gedacht, trotzdem zeige ich es euch mal. Nicht jetzt. Das ist doch... LOL. Okay, meine Fresse, stelle ich mich ganz blöd an bei dem Kampf. So ist es nicht magisches Wissen, wenn ich es. Okay, aber das da... Mario, das war jetzt gerade wirklich blöd. Ich bin noch gar nicht da reingelaufen. Das ist doch jetzt ein Scherz. Wie die F. Boah, meine Fresse, nee, das kann nur nicht wahr sein, ey. Boah, dann geht denn der Kampf jetzt schon, ey. Nein, ich bin vorbeigesprungen. Och Mann! Wie nervig kann es bitte sein? Mario, du... Du bist ein Depp, wollte ich gerade sagen.
Mario, jetzt hör mal auf da reinzulaufen. Machen wir es ein bisschen anders da. Och, das. Okay, das war's endlich. Das war wieder so wenig Energie, Alter. Das kriegen wir jetzt echt so geil. Ein Stern müssen wir jetzt noch machen. Das eigentlich sind zwei Minuten, das sind nur das Größte. Und mache ich auch gleich meinen Ziel, weil ich habe keinen Bock bei dem Schlüssel zu sterben, aber das sind halt auch eben Münzen. Dieser Welt fand ich es auch immer extrem. Na, in dieser Welt fand ich es immer extrem nervig, irgendwelche Münzen zu haben. Ah ja, ich kann ja schon mal den Tod im Strudel zeigen, wenn ich jetzt schon habe, ich gerade die Szene gemacht. Ja, da war da eingesungen und dann habt ihr es ja gerade gesehen. Wollte es euch eben mal kurz zeigen. Wir kriegen ja die 100 Münzen. Um auch noch Münzen zu nehmen. Okay, beim Spielen gibt es keine Münzen mehr und den Thron sind sowieso keine Münzen. Wir spielen mal wieder an die Landoberfläche. Okay, da kann es nichts zu geben. Das heißt, wir nehmen die ganzen schönen Slime hin. Na, da, ich glaube auch hier ist es so, dass man wirklich nur 100 Münzen haben kann. Ich glaube, hier gibt es wirklich genau nur 100 Münzen. Wenn ich mich nicht irre. Mitnehmen. Aber gerade sind die drei, sie haben nicht mal die Hälfte. Ja, ich hasse das, wie sie unter Wasser da ist. Bin ich froh, wie wir das hinter uns haben. Ist ja eigentlich irgendwas Besonderes? Nö. Auch nicht. What the fuck? Auftauchen. Aber ich hab keinen Bock zu ertrinken. Gut. Hier gibt es noch Münzen.
Dann wollen wir nochmal weiter. Och man, Mario, muss das jetzt irgendwie gedacht sein? Also ich glaube, wir müssen noch auf hier hochgehen. Diese Haken-Dinger da, also Seilbahn, die hier, ja, die konnte ich auch noch nie leiden. Da werde ich hier mit Hilfsbild arbeiten, weil das Einzige, was uns halt passieren kann, ist, dass wir halt immer wieder ins Wasser fallen und dann müssen wir halt den ganzen Weg nochmal hier hochgehen. Vor allem sind da hinten diese Bahnen da richtig im Kopf. Okay, jetzt habe ich mich versetzt, ich habe mich falsch Knopf gedrückt. Deswegen dürfen wir den ganzen Weg jetzt nochmal hochgehen. Supi. Ja, und diese Dinger da, also wo wir gerade mitfahren, die kommen auch nur, wenn wir den zweiten Rosa-Kontroll haben, weil ansonsten ist ganz einfach dieses U-Boot da. Das ist ja jetzt halt nicht mehr da. Das habe ich aber, ja, vergessen. Okay, da ist auch nochmal eine Route. Ich warte, wir warten. Und das Teil. Aha. Mario! Oh, schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt, also da mache ich ja jetzt schon viel. Wo ich mich bereit halten, nicht F7, sondern F5. Mario, bist du wirklich so blöd, ey. Okay, da ging es ja auch. Okay, jetzt ist der ganze Weg eh nochmal zurückfahren. Ja, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte in diesem blauen Schalter. Also der von Art und Schalter, der hat blaue Münzen bringt. Na komm, wir warten mal auf den. Nur dann wollen wir noch mal. Das war knapp. So, diesmal F5 drücken. Andere. Okay. Genau das wollte ich hier brauchen. Ihr seht ja dann. Das. So, jetzt habe ich mal das Ding. Okay, ich brauche jetzt noch 20 Münzen. Noch 8. So, wir müssen jetzt eh nochmal, jetzt müssen wir eh nochmal runter, weil wir müssen jetzt nicht, ja, so eine andere Seilbahn hin, realistisch.
verstehen, was ich meine. Okay, ich wollte nur mal wissen, was da oben jetzt gerade so ist. Ja, es stehen aber noch Münzen. Ja, selbst wenn ich die letzten Münzen jetzt alleine, dann finden wir immer noch Münzen. Okay, damit habe ich es nicht gerechnet, dass ich das so hinkriege, aber... Gut, jetzt geht es nämlich in diese Richtung hier. Ich muss aber auch nicht dann halt die letzten Münzen verstehen. Dadurch behält man jetzt noch die letzten 8 roten Münzen. Mangel befreit nicht. Okay, hat noch geklappt. Diese Stelle fand ich immer richtig nervig. Auf der Seite gibt es damit nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht gesagt, ich glaube, ich habe so schnell wie möglich, da jetzt rüber zu springen. Wir brauchen noch 12 Münzen. Dann... So Leute, ich werde erstmal jetzt das Video pausieren und gucken nach, wo ich die letzten Münzen jetzt bekomme. Weil, ja, das sind ja die einzigen, die uns noch fehlen. Und wenn ihr wenig wundern, dann bin ich wieder für euch da. Also bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder, Leute. Jo, das Video werden wir jetzt noch schnell beenden, weil hier sind nämlich die letzten Münzen, die wir brauchen. Da hinten waren übrigens auch noch welche mit diesem einem Tor, was da hinten so offen ist. Und da gibt es noch einen, es gibt 101 Münzen, oh, wirklich. Kein schönes Ding, sage ich euch, Leute. Ja, da hinten das Tor, was jetzt das Ding war. Das große da. Da gab es noch Münzen. So, jetzt habe ich aber die Schnauze von hier noch das Bild beenden. Schon auf, Mario. Geht doch. Da gebe ich mich jetzt schon 22 Minuten, also 24 Minuten. Gut. Und jetzt holen wir uns auch schnell den letzten Stern. Och man, Mario, musste das jetzt sein? Ich bin aber auch doch so gesprungen. Meine Güte. Ich hab eh schon die Chance, weil der Pass geht eh schon wieder so weit. Oh, jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt geht alles auf die Schule. Und sehen, wie vielleicht heute jetzt wieder verkackt. Gut. Komm, schau. Ja.
Okay, wir haben die schlimme Welt abgeschlossen. Ich konnte die Welt noch nie leiden. Ja, ja. Gut, jetzt gehen wir noch dahin, wo wir nirgends weitermachen können. So, wir haben jetzt im Keller soweit alles abgeschlossen. Und da ist auch so viel da. Ja, ja, waren zwei nervige Sterne. Jetzt geht's hier hoch. Leider kann ich euch nicht die unendlich lange Treppe zeigen jetzt. Dafür meine ich, ja, da habe ich jetzt gute Sterne. Weil wir können ja jetzt hier weitermachen und dann auch noch hier oben. Und hier oben, so ein letzter großer Kampf gibt es. Ja, wenn man 50 Sterne hat oder so, dann kann man zwar in diese letzte rote Tür reingehen, aber dann ist da so eine unendlich lange Treppe. Da. Ja, da ist noch ein Stern für uns. So, das haben wir jetzt 75. Aber ihr wollt ja wissen, wo es als nächstes weitergeht. Ne, das war nicht der Raum, den ich rein wollte. Genau in dem Raum wollte ich rein. Ich mache mal mit einem Level einen Safe-Stick, weil hier werden wir in der nächsten, also im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter und schreibt einen Kommentar und ja, den Rest. Abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst. Ich gehe auch hin, weil ich jeden Part nicht mehr zu lang machen. Also macht's gut, bis dann.